Pleite, was tun? Jeder Kredit trägt den Keim der Pleite. Sie brauchen einen Kredit für einen Handyvertrag, für Versandware auf Pump oder für Geld von der Bank? Kein Problem. 1, 2 Unterschriften, schon bekommt jeder mit einer einigermaßen guten Schufa alles hinterhergeschmissen. Denn das Überleben der Weltwirtschaft hängt inzwischen davon ab, dass sich möglichst viele Menschen auf dieser Erde bis über beide Ohren verschulden. Kein Wunder, dass fast ebenso viele früher oder später in der Schuldenfalle zappeln. Denn ans Zurückzahlen wird bei der Kreditaufnahme meistens nicht gedacht. Plötzlich ragen die Schulden turmhoch auf und die Angst vor der Pleite richtet sich im Denken des Schuldners häuslich ein. Ich kenne das gut. Schließlich schnürte mir vor einigen Jahren 2,36 Millionen Euro Schulden die Kehle zu. Wie ich mit diesem Problem umgegangen bin und was ich unternommen habe, um es zu lösen, das erfahren Sie in meinem Schuldenspezialbuch Mach Pleite und starte durch. So viel vorweg. Ich habe diesen Schuldenturm abgetragen. Ohne Insolvenz, aber mit jeder Menge Flexibilität. Das Problem: Wenn Ihnen schon das Wissen fehlt, um die Schuldenfalle zu erkennen, wissen Sie erst recht nicht, wie Sie ihr mit einigermaßen heiler finanzieller Haut wieder entkommen können. Anfangs habe ich dieselben Fehler gemacht wie die meisten Schuldner, die in dieser Lage stecken. Doch dann hatte ich begriffen, wie das Wirtschaftssystem funktioniert. Wenn es um Schulden geht, mit diesem Know-how konnte ich das Heft in die Hand nehmen, das Ruder herumwerfen und meine Schulden loswerden. Wenn Sie die Pleite vermeiden wollen, gilt als Regel Nummer 1, schützen Sie Ihr Einkommen und Ihr Vermögen vor dem Zugriff der Gläubiger. Nur dann können Sie Ihren finanziellen Verpflichtungen überhaupt nachkommen. Hier werden von den Schuldnern die meisten Fehler gemacht. Diese Fehler sind auch mir unterlaufen. Trotzdem habe ich es geschafft, meinen riesigen Schuldenberg abzutragen. Mit heiler, wirtschaftlicher, finanzieller und seelischer Haut. Heute bin ich ziemlich stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Neben Regel Nummer 1 gibt es einen Fehler Nummer 2. Die allermeisten Schuldner servieren ihren Gläubigern Einkommen und Vermögen quasi auf einem Silbertablett. Da steht alles offen wie ein Scheunentor. So nach dem Motto, es wird schon nichts passieren und mir schon gar nicht. Von wegen, beispielsweise können Gläubiger sich über Pfändungen ungeniert bedienen. Dabei können Schuldner rechtliche Mittel nutzen, um solche Pfändungen einen Riegel vorzuschieben. Nur dann wird ihnen das finanzielle Fell nicht über die Ohren gezogen. Nochmal, weil es das A und O ist. Das Wichtigste in der Schuldenbereinigungsphase ist, dass man finanziell immer liquide bleibt. Ich habe mich daran gehalten und dadurch die Pleite vermieden. All meine Erfahrungen, Tipps und Tricks habe ich für Sie gut nachvollziehbar in meinem Spezialratgeber Mach Pleite und starte durch bereitgestellt. So können Sie finanziell vorsorgen, wirtschaftlich vorbeugen und alles problemlos nachmachen. Stellen Sie jetzt die Weichen richtig, selbst wenn es Ihnen finanziell blendend geht. Denn nichts ist so beständig wie der Wandel. Und wenn die wirtschaftliche oder geldliche Schieflage einsetzt, wird sie die Pfändungswelle der Gläubiger nicht mehr aufs Trockene setzen. Sichern Sie sich jetzt ab. Es ist Ihr gutes Recht. Halten Sie durch. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.